Die Welt der Pendler steht nicht mehr auf dem Kopf. Aufatmen heute auch am Frankfurter Hauptbahnhof. Yippie! Ich bin beruhigt, aber ich fand schon auch ganz schön nervig, dass so oft gestreikt wurde. Endlich haben sie sich geeinigt. Wir freuen uns sehr. Sonst musste man immer ein bisschen Puffer einbauen nach hinten, wenn man halt auch mit Deutschlandticket reist. Aber jetzt ist es wahrscheinlicher, dass man auch an der geplanten Zeit ankommt. So, ja. Das ist schön. Monatelang ging der Tarifstreit und darauf haben sich GDL und Deutsche Bahn jetzt geeinigt. Die Regelarbeitszeit wird von 38 auf 35 Stunden pro Woche sinken, schrittweise innerhalb der nächsten 5 Jahre. Außerdem bekommen die Mitarbeiter eine Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro und eine Lohnerhöhung von 420 Euro pro Monat. Wer mehr arbeiten möchte, kann das machen und bekommt dafür pro Wochenstunde 2,7% mehr Lohn. Der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, präsentiert dies als Erfolg. Wir haben von Anfang an gesagt, ein bloßes Überstülpen einer 35-Stunden-Woche halten wir nicht für modern, sondern wir wissen alle, dass die Mitarbeitenden gerne ein Wahlrecht, eine Option in Anspruch nehmen wollen. Deswegen haben wir dieses innovative Optionenmodell auch gestaltet. Das soll unter anderem für Mitarbeiter aus dem Bereich Infrastruktur nicht gelten. Sein Kontrahent bleibt deshalb weiter kämpferisch. Wie Sie wissen, ist der Tarifkonflikt der Runde 23/24 beigelegt. Die Auseinandersetzung mit der DB AG ist noch lange nicht zu Ende. Herr Seiler hat verkündet, dass er das Tarifergebnis in nur 18 Betrieben anwenden wird. Das bedeutet für Zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass sie die mit uns gemeinsam erkämpften Tarifverbesserungen nicht erhalten sollen. Umso wichtiger für alle Pendler, die GDL hat zugesichert, in den kommenden 2 Jahren nicht mehr zu streiken.